And the steed is now not reliant on particular animal stat blocks, but instead has a stat block all its own, perfect, specially designed for the paladin. Perfect. So you really mm-hmm. feel like you are summoning this otherworldly creature, right, that isn't just a horse or some other creature that you're riding around on, but is this otherworldly being that is there to work with you really as a companion, as this faithful companion there to assist the paladin and the paladin's friends. That's amazing. I am hoping that with this change, many paladins will feel more empowered to have these really cool companions present on their adventures. And that's, again, living out that fantasy and honing in on that wish fulfillment of wanting to smite more and also getting that steed like, sooner and easier. Smite. Absolutely. We also have, in the core class, given all paladins a new feature called Abjure Foes. And this gives all paladins a juicy use for their channel divinity. A number of our paladin subclasses in the past had a channel divinity option that was very similar to Abjure Foes, but it was sort of slightly changed in a number of the subclasses. We decided to take those variants, create a universal version that all paladins are happy to have, and now built it into the base class. Okay. We also did some under-the-hood work on the paladin's aura, partly by turning it into a single aura that gains additional abilities. Previously, the paladin, and particularly based on whatever subclass you ended up picking, would end up having multiple different auras, some of them with different radii. Yeah. And it could start getting quite confusing keeping track of like all of your different auras and how big is this one versus that one. Yeah. So we sort of cleaned up the whole aura game for paladins by, in the base class and then also in the subclasses that are in this book, all of the auras that used to be different auras before are now all one aura that simply gains new functionality. So it's going to be far easier for the paladin to keep track of what's going on because the paladin now has just one aura that just gains cool new features as the paladin goes up in level. Okay, da muss ich sagen, das ist jetzt so eine Art von, wir machen es einfach einfacher. Also wir nehmen irgendwie so ein komplexes Ding und verwandeln das einfach in was Einfaches. Ist so angenehm. Finde ich gut. Bei so vielen Sachen, wo es dazukommt. Ja, finde ich gut, dass man auch in die Richtung geht. Finde ich gut, dass man auch in die Richtung geht. Das heißt, der Paladin wird vielleicht sogar der neue Fighter. So ungefähr. Also ich hau drauf und kann ein bisschen heilen oder so. Maybe. Ne? The aura also makes use of a new type of area of effect that we've introduced in the new player's handbook. And it is an area of effect that has been in the game for the last 10 years, but didn't have a name. And we decided to finally give it a name. And I'm bringing it up now while talking about the paladin, because it's specifically for things like auras and other effects that emanate outward from a particular creature or object. And so this area of effect is called the emanation. We've seen it all over the place in 5th edition over the last 10 years. Basically, any time you read a feature or a monster ability or a spell that talked about creatures within a certain radius being affected by something, that was basically an emanation. It just wasn't called that. Yeah. So we have now given that area of effect a name and given it its own definition, just as the other areas of effect in our system have definitions. And you can now find all of those definitions in the Player's Handbook's Rules Glossary. One other thing in the Paladin that I wanted to chat about, because this is the first of the spellcasting classes that we have talked about, is the new approach to spell lists. So each spellcasting class now has its spell list inside the class description.
So rather than making a paladin or a ranger or a warlock or another spell. Go all the way back to the end of the book. Instead, it's right there in the class description. Okay. Wenn du das hörst, Fabian, würdest du dann vielleicht sogar einen Blick in das Player Handbook werfen, um den Charakter zu erstellen? Oder würdest du dann auch wieder hingehen und würdest sagen, okay, ich suche mir das auf D&D Beyond zusammen? Weil wahrscheinlich, was sie auch gleich sagen werden, und ich hoffe, dass sie es gleich sagen werden, kriegst du auch eine Liste an vorgeschlagenen Spells, die du nehmen kannst. Wenn das dabei wäre, dann wäre es nur verlockend, ne? Im Handbuch zu stöbern. Glaube ich nämlich auch, also gerade für die Klassen. Jetzt nicht für die Regeln, weil das werden wir nicht machen, aber für die Klassen, weil das würde dann wirklich schon sehr helfen beim Kreieren von einer Klasse. Zu sagen, okay, ich kann dort halt nachgucken und ich sehe auch sofort, welche Spells ich alle mit der Klasse wählen kann. Und vielleicht dann sogar aufgelistet, First Level, Cantrip, etc. Das wäre schon verlockend als im Moment. Ja. Im Moment ist einfach, geh mal nicht auf den Sack. Ja. D&D Beyond regelt. Ja. Wobei du auch im D&D Beyond, du musst halt so viele Filter dann einstellen, für was du alles haben willst. Und wenn du dann hingehst und du kannst ja nicht hingehen und sagen, zumindest habe ich das jetzt, wahrscheinlich kann man sortieren oder so. Aber du siehst halt nicht auf einen Blick. Du siehst nicht auf einen Blick, okay, das sind die Spells, die ich jetzt haben kann. Wenn es auch nur der Name von dem Spell ist, aber meistens sagt der Name halt schon ungefähr aus, was du halt bekommst. Mhm. Aber dass du halt auf einen Blick hast, okay, das sind die Spells. Und vor allem, was ja eigentlich immer das Coole ist, du siehst den Namen und denkst dir so, boah, das hört sich aber geil an. Da gucke ich jetzt mal nach, was das für ein Spell ist. Ja? Und das hast du halt so gar nicht, weil du gehst halt in D&D Beyond rein und du guckst dir jeden einzelnen Spell durch. Weil, ja. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, bin ich gespannt, ob sie, weil ich glaube, das wollten sie nämlich hinzufügen, dass du so eine Recommended Spell List hast. But in addition to that, we have worked to make the spell list that's in your class more useful for you. And we've done that by not only giving you all the spells by name, but also every spell's school of magic is listed. We also tell you if the spell on your list requires concentration. We also tell you if it's a ritual. And we also tell you if it has a specific component that you must have to cast the spell. So in those cases, when a component has a specific cost or the spell consumes the component, you must have that component to cast that spell. Mm-hmm. And so we now tell you in your class spell list, if the spell... Okay, das ist immer. Das ist leider, wäre für mich jetzt schon ein Kriterium, auf jeden Fall dort reinzugucken, wenn ich mir einen Charakter machen will. Weil das kriegst du nicht auf einen Blick auf D&D Beyond hin. Dass dir wirklich in quasi Kurzform einfach tabellenmäßig angezeigt wird, okay, da ist eine Component dabei, die brauche ich und die ist entweder consumed die sich oder die brauche ich halt einfach zum Casten. Das siehst du nicht. Das siehst du nicht auf den ersten Blick. Also, das, okay, das ist heftig. Das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Has a required component so that you now have sort of one-stop shopping for your spells and you can see at a glance what the spell school of magic is, if it requires concentration, if it's a ritual, and if it has a specific component you must have to cast it. This is all meant for if you're a player and you play paladins or warlocks, you have less pages you need to traverse to understand what you have and what you need. Exactly. Mm-hmm. Yeah. The paladin subclasses have all received some fun updates, starting with the Oath of Devotion. Yeah, let's start with the Oath of Devotion. What is new here? Das Problem ist, mit Paladins kenne ich mich halt nicht so hundertprozentig aus, leider. Can now activate their sacred weapon feature
as part of the attack action rather than sacking their entire action to do it. Yeah. In the past, it was so punishing to have to use your entire action to activate it that many Paladin players just decided not to use it. Now, as a part of attacking, you can simply decide, I'm going to activate this. We have also replaced in the Oath of Devotion the... Nochmal etwas, wo du zwei Attacks in einer Runde machen kannst. Man sieht ein Theme. Also das wird definitiv, also das wird deutlich mehr Damage. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Muss alles anpassen. Monster, ich will es hoffen. Man selber. Ich will es hoffen, dass das halt angepasst wird, weil ansonsten könnten halt einige Fights wirklich extrem einfach werden. Oder trivial, sagen wir es mal so. Weil du halt einfach so viel mehr Damage hast. Gegen Monster halt. Mhm. Also sobald es gegen andere Gegner kommen, die auch diese Boni dann automatisch haben. Ja, die Klasse haben, dann kann es auch anders schnell rum vorbei sein. Ja. Ja. Also was halt sehr kritisch ist, und das merke ich halt gerade auch bei der Wegner-Kampagne, sind halt gegnerische Mages, die auch Sachen, die halt auch casten könnten. Also, aber ich glaube immer. Das ist halt sehr kritisch. Gegnerische Mages sind immer stark, weil die halt die Spells zur Verfügung haben. Mhm. Ja, es kommt halt drauf an. Es gibt zwei verschiedene Arten von Mages, Fabian. Es gibt die einen Mages, die dir eine Spelllist bieten, wo du quasi, also wie bei einem richtigen Charakter den Spell halt benutzen kann. Und es gibt die anderen Mages, die dir sagen, okay, das da kann er zweimal am Tag casten, das da kann er einmal am Tag casten. Das ist nochmal was anderes. Das ist nämlich einfacher. Weil du kannst halt sagen, okay, der kann halt... Genau, also die richtigen Mages sind die schwierig zu spielen sind und gerade halt auch als DM relativ schwierig zu spielen sind, weil du halt 5000 Sachen hast, die du halt quasi als Charakter. Ja, deswegen. Und du hast und du hast davon vielleicht mehrere als Gegner. Und dann wird's halt crazy. Und da musst du überall bei allen tracken, wie viele Spellslots die noch haben, etc. Und das geht ja nicht über D&D Beyond, weil der Encounter-Beta hat sowas ja gar nicht. Ist sehr heftig. Das ist für jeden so einen Gegner einen eigenen Charakter anfertigen. Nee, aber dass man zum Beispiel sagt, wenn die halt, aber also meines Erachtens nach so einfach hingehen, der Charakter, du siehst es ja an dem Charakter, der hat 3 Spellslots First Level, der hat 4 Spellslots Second Level und der hat 4 Spellslots Third Level und dann noch 2 Spellslots Fourth Level und einen Fifth. Hm. Ja, dann mach doch einfach bei dem Charakter 5 markierbare Dinger, ne? Oder 4, keine Ahnung wie viele, macht er einfach so markierbare Dinger und der DM kann das einfach abhaken dort. Weil, ja, vielleicht kommt das noch. Weil, also, das zu tracken ist halt wirklich, das ist einfach nur Shit. Das ist Shit. Bei einem geht das vielleicht noch, bei einem geht das relativ gut, bei 2 auch noch, aber wenn das 3, 4, 5 werden, dann... Kannst du ja noch nicht mal behalten, wer jetzt gerade was gecastet hast. Hier bestimmt in deiner Story, Kevin. Ein Mage maximal. Mm-hmm. Ein Fight. Na gut, maximal hatten wir jetzt 2. 2 in einem Fight. Das ging noch. Das war okay. Ja, da habe ich noch ungefähr tracken können, was ist. Das ist erst der dritte Fight, den wir hatten. Mm-hmm. Ja, das ist richtig. Wir sind noch ziemlich am Anfang. Ajo. Doch, bestimmt jetzt nur noch einfacher. Hust, hust. Ja, klar. Natürlich, einfacher. Ganz klar. Einfacher wird's. Safe. Okay. Gut, go. Feature that was previously called Purity of Spirit with a new feature called Smite of Protection. And what this now does is when you use your Divine Smite, because the Oath of Devotion Paladin is the classic knight in shining armor who is there to protect others, it now means that when you use Divine Smite, you and your allies in your aura of protection have half cover for a limited time. So you have this magical protection that gives you the full benefits of half cover, even if you're standing out in the open, as long as your friends are in that aura of protection. And so this gives a nice feeling of being a guardian
even when you're blasting your foes with Divine Smite. We've also made it so that the level 20 ability, Holy Nimbus, is now usable as a bonus action instead of an action, because we want you to be able to activate it and then keep going on your turn, rather than essentially spending an entire turn getting ready to do something. And there are a number of places in the player's handbook where abilities that really are just turning on a state have often now been changed from being an action to a bonus action, or in some cases, like with Sacred Weapon in Oath of Devotion, don't require an action or a bonus action at all, and instead are absorbed into another action. Because again, in many cases, we want you to get to the fun faster. The Oath of Devotion is joined by the Oath of Glory. Martin. This, for me, is often the paladin who, if they were in a movie, you know, would look at the camera, have impossibly white teeth with a little sparkle on them as they smile. The Oath of Glory appeared previously in Tasha's Cauldron of Everything, as well as in Mythic Odysseys of Theros. Yeah, that's where it first came from. And it has evolved a bit on its way to the player's handbook. And two of the main evolutions that I think are worth talking about here. One is the Peerless Athlete feature now lasts for an hour rather than 10 minutes. Oh, that's good. This feature is especially useful in exploration contexts. Exactly, yeah. And so we wanted it to be more useful in that pillar of adventure. The other big change is to Aura of Alacrity. The new feature here is that it not only benefits your allies who start their turn in your Aura of Protection, but also if they enter that aura on their turn. Mm. This is a really major change, because before, the Aura of Alacrity, which speeds you and your allies up, it's all about, you know, the paladin allowing you all to charge forward into battle or some other situation more quickly. The way it was designed before, it was actually extremely difficult sometimes for it to even do anything for your friends, because they had to time it so that they started their turn in your aura, which can actually be more complicated than it sounds when everyone is taking turns in a particular order. This change now means that no matter when a person's turn is relative to the paladin's, and no matter where they are on the battlefield, as long as they make sure to pass through the aura on their turn, they will suddenly get the speed boost. That's super helpful. Otherwise, really weird on the battlefield. Yes, where it's sort of, you can have a whole lot of hurry up and wait. Yeah. One other thing I would love to mention about Oath of Glory that relates actually to all of the paladin subclasses is that we have vetted their oath spell lists in each subclass. And so players are going to see, not only in the oath spell list, but also when you get to the cleric, the domain spell list, and in the warlock, the patron spell list, all of these lists have been vetted and in many cases updated with different spell options. I'm thinking of this now while we're talking about the Oath of Glory, particularly because the Oath of Glory list, in getting updated, even includes a brand new spell appearing in this player's handbook for the first time. So when you reach level 17 as a paladin, and if you have the Oath of Glory subclass, you get a brand new spell in the game called Yolan's Regal Presence. And this is a spell created by the Queen of the Elves in the world of Greyhawk. And it allows the paladin and anyone else who casts the spell to, as it says in the name, have an extraordinarily regal presence that will cause people to like fall down on their knees and also potentially take psychic damage from just how glorious you are. Perfect. But I wanted to bring that up because I hope everyone will take time, you know, when they come to their favorite subclass, if it's a subclass that had a little spell list, take a look at that list, because you're going to find often
That not only have some of the spells been swapped, you know, one spell for another, but sometimes the new spell that's on the list is a brand new spell for the game. Perfect. Okay, da bin ich aber auch gespannt, was sie da reinbringen an Spells. Das hört sich auf jeden Fall lustig an. Hört sich allgemein erstmal an. Wenn das alles rauskommt, müssen wir uns hinhucken und erstmal so einen Schultag machen. Um alles zu lernen und zu checken, was abgeht. Quasi, ja. Wobei ich denke, also vieles ist ja in den Klassen, ne? Außer jetzt zum Beispiel das, was wir jetzt schon aufgeschnappt haben mit der Surprise Rule. Die ist halt ein bisschen anders. Ja. Und dieses Heroic Inspiration, glaube ich, ist halt, kommt halt noch dazu. Was Inspiration halt replaced. Dass du nicht mehr Inspiration, sondern Heroic Inspiration hast. Ja. Aber ich glaube, sehr vieles andere bleibt halt. Ja, ja, du musst auch im besten Fall auch wissen, was die anderen Klassen machen können. Das ist wohl wahr. Wenn du gegen so was fightest, bevor du nur noch Fragezeichen überkommen hast, dann denkst du, hä, da war das überhaupt, seit wann geht das denn? Ja gut, okay. Ja, das ist aber nur, weil wir halt schon ein bisschen was jetzt gespielt haben, aber wenn du jetzt als brandneuer Spieler da reinkommst, ja, sowieso, hast du sowieso nur Fragezeichen sowieso. Über den Kopf, ne? Also, da wäre das. Du musst ja erstmal alle Waffen dir durchlesen, was die für Spezialeffekte haben, um dann dich überhaupt entscheiden zu können, auf was hast du Bock. Ja. Das ist wahr. Das ist wahr. Du musst halt alle Weapon Properties durchgehen. Ja. Und das sind ja schon ein paar Stück. Auf jeden Fall. Außer du spielst halt einen Wizard, ne? Dann kannst du auch gleich drauf scheißen. Okay, aber dann hast du wahrscheinlich nochmal anderen Shit, den du machen kannst. Gehe ich mal schwer davon aus. Ich glaube nicht, dass wirklich. Also, der wird. Weil er scheißen kann. Der kriegt auch seinen Special Shit. Ja, ja. Definitiv. So we have the Oath of the Ancient Paladin. This is one of my favorites. It feels like the Green Knight. It's a very unique feel from any other class or subclass. And when we created the Oath of the Ancients originally for the 2014 Player's Handbook, it really was an answer to the question, what would a paladin look like who had been a part of elven culture or, you know, another culture that maybe is less sort of knight in shining armor, but still, you know, would have these noble oaths and have a lot of the dedication that we associate with paladins, but again, more of a nature or, you know, or druidic or elven aesthetic. And so the answer to that was the Oath of the Ancients. The art for it is wonderful, as is the art for all of the subclasses in the book. And we have made some enhancements to the oath as it has migrated into the new player's handbook. One of those is that the subclass's aura of warding at level 7 now just straight up gives people in your aura resistance to necrotic, psychic, and radiant damage. Because this paladin is all about protecting people from, in some cases, foes from beyond, you know, and so that's why their aura now will protect you from the magic of, you know, necrosis, which we associate it with the negative energy plane, radiant damage, which is from the positive energy plane, and then psychic damage, which we often associate with the far realm. And radiant damage can feel also very creepy. It doesn't have to feel like celestial and happy and good. This can also be something, this can be feel like radioactive. Exactly. So it's not always a benevolent or natural source. Exactly. Just as necrotic damage is not always malevolent. Right. Because death can be, it is a natural part of the world. Also in the subclass, we have increased the range of the subclass's Nature's Wrath ability. Which is their entanglement ability. Yeah. So if you love playing an Oath of the Ancients paladin and tangling people up in roots, well, now you can do that even easier because the range of that ability has been extended. We have also, in the subclass's Undying Sentinel ability, made it so that
if you pop back from zero, you don't pop back with just one hit point. Yeah. And just as we did in the Barbarian, you now pop back with a bunch of hit points. What? So that you don't get knocked down immediately after you popped back up. Perfect. Those are the main changes here, and really just our effort to make this great subclass just even better at the fun stuff. Jetzt aber die Frage, wenn das bei dem Paladin gemacht wird, warum ist das nicht bei dem Champion Fighter mit dabei? Der da auch die Ability wieder quasi hoch zu ploppen mit einem kritischen Death Save. Ja, 20. Aber das ploppt ihn trotzdem nur auf einen HP. Was ja dann irgendwie ein bisschen weird ist. Er hat die Ability dazu, aber ploppt hoch und liegt halt eigentlich quasi basically direkt da wieder. Anstatt dass du einen Barbar gespielt hast, der halt keine Ahnung, X HP wiederkommt. Oder einen Paladin, der mit X HP wiederkommt. Da weiß ich jetzt nicht 100%. Ich hätte man auch gleich ziehen können. Würde ich jetzt behaupten. Naja. Schon ein bisschen. Ein paar Besonderheiten zu haben, dass nicht alle immer dieselben Fähigkeiten haben. Ja. Keine Unterschiede. Ja, ja, ja. Aber wenn du schon sowas drin hast, ne? Oh, aber ich... Denke ich. Ich halt kann nicht. Ich kann aber jetzt noch verkraften. Ja, die Fighter nicht. Die werden sich beschweren. Ja, die beschweren sich, Jan, weil die sonst nichts zu tun haben. Die können ja nur einen schlechten Wurf resetten. So ist das. So ist das. Ist unmöglich. Slot. Die machen nichts. Die armen Schweine. Die machen da nichts. Die machen einfach nichts, machen die. Ja, geworden. Ja, warum spielt man überhaupt noch? Yeah. Stuff it was already doing. I love that even the subclasses that are very tried and true are still getting, you know, a facelift, an upgrade, and getting something extra to do. And that is true of every subclass in the book, that no matter how solid it was, it's getting some new upgrade. And so that leaves us then with the Oath of Vengeance. This was another subclass that was super solid, but still has some fun new toys within it. One of the biggies, because it affects the subclass's most iconic ability, its Vow of Enmity, is you no longer have to use your bonus action to activate your Vow of Enmity. This you can now use simply as a part of the attack action. Wow. And we've also made it so that if the target of your Vow of Enmity perishes, you now have a window of time where you can transfer it to somebody else. Because it used to be that you would place it on somebody, and if they got felled quickly enough, right, it's like, well... Well, I guess that's done. Or someone else kills them, yeah. And so now, similar to how Hunter's Mark functions, where you can move that spell around, you can now also move around your Vow of Enmity. At level 20, with their Avenging Angel ability, we've made two major enhancements. One of them is you can now activate it as a bonus action instead of an action. Thank you. The new player's handbook is available for pre-order. What? Jetzt aber ein bisschen weirder Cut. Ja, warte, geht's dann auch noch weiter? Now on D&D Beyond, you can find that link in the video description. And you can also find the new Core Rulebooks bundle for pre-order, both physical and digital. Thank you so much for watching. We have a ton... Wait, ist das wirklich? Hä? Hä? Wait, haben da schon welche was unter das Video drunter geschrieben? So? Das... Oder haben die sich gedacht, nee, wir haben es schon zu viel. Nee, das ist hier. What? Ja, das, aber da kann ich das... die Kommentar-Section ist schon geil. We've made two major enhancements. One of them is a bonus action instead of an action... Video ends. Ach Gott. But the main action is, will the Paladin throw it back? Ach Gott. Aber ja, das ist halt... Haben die ja wirklich Bock? Hat man wirklich mal einen Charakter länger spielt als nur 20 zu hitten und gut ist? Ja, safe. Safe, 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 safe. Dass man sagt,
kriegst zwar 20, aber dich erwartet immer noch so viel Shit. Auch klar, also auch definitiv mit dem, wo du quasi nach Level 20 dir noch weiterhin Bonus-Feeds geben kannst, sodass du basically mehr als Level 20 erreichen kannst. Ja, hat er gemeint, theoretisch, was war, 40 oder 30 möglich war? Nee, das war Ability-Scores. Das war quasi, dass du einen Ability-Score auf bis zu 30 hochpumpen kannst. Aber ich finde halt, bist du schon 20? Du kriegst immer noch Boni dazu. Mhm. Ist das dann wirklich irgendwann immer einfach ein Durchrennen? Das ist halt die Frage, ne? Nonstop gegen Götter und sonst was für Drachen. I mean, kann natürlich so eine Kampagne mal sein, ne? Dass du dann sagst, okay, die Kampagne startet mit Level 20 und du musst halt nacheinander quasi irgendwelche richtig heftigen Dinger machen. Mhm. Also hier. Die Fights zu balancen ist dann, glaube ich, übel schwer. Ich halt nicht, je nachdem, welche Viecher da drin halt vorkommen, ne? Also, weiß ich nicht. Die Möglichkeiten, so die man dann hat. Tiamat bekommt. Dann hast du noch ein bisschen Vecna. Ja. Dann hast du vielleicht Tiamat und Vecna gleichzeitig. So was in der Richtung oder so. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Aber das könnte halt basically, das könnte halt sein, ne? Dass du dann sowas hast. Aber okay. Ja? Finde ich auf jeden Fall, also hört sich solide an, was ja, bis jetzt. Hat mir am besten gefallen, von den Änderungen her. Ja, da sind aber auch viele Änderungen gemacht worden, ja, finde ich. Aber finde ich cool. Also, das waren ja wirklich einige, die da dann zustande kamen. Da bin ich gespannt, was bei den anderen noch abgeht. So, nach Aufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button, den könnt ihr mal smashen und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da und ich freue mich drüber. Dankeschön!